Hi Leute, ich bin Mailand. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit vorbeischaut. Diesmal schon zum 22. Türchen, das heißt zum vorvorletzten Adventskalender-Video. In meiner WoT-Laufbahn und gerade auch in meiner WGL-Laufbahn dürfen natürlich eine Art von Panzern nicht zu kurz kommen, nämlich Autoloader. Und Autoloader hatte ich hier im Adventskalender-Format noch so gut wie gar nicht dargestellt. Deswegen spielen wir heute meine drei WGL-Panzer oder die Panzer, die ich in der WGL so gut wie ausschließlich gespielt habe und auch im Random sehr viel gespielt habe. Wir spielen heute AMX-50B, Badget und TVP. Doch bevor es losgeht, noch einen ganz kurzen Blick auf den Adventskalender. Und wir hatten gestern schon im Stream viel darüber philosophiert, was da jetzt in den letzten drei Angeboten noch kommen könnte. Und ich war fest davon überzeugt, dass noch irgendein Heavy im Adventskalender auftauchen würde. Ich dachte sowas wie ein T-77, wie ein Bisonte oder vielleicht sogar der Defender. Und tada, da ist er. Ganz ehrlich, Defender ist, glaube ich, naja, nicht mehr wirklich der beste T8. Ja, der hat natürlich viele große Wellen geschlagen, als er rauskam. Was ist das für eine Panzerung auf Stufe 8? Was soll das? Lalalala. Er war halt so der Erste. Ja, und deswegen erinnert sich wahrscheinlich auch jeder gleich an den Defender und hat den Defender so als diese OP-Karre oder so im Hinterkopf. Ja, mittlerweile gibt es so Panzer wie den Doppelrohr, der vorgestern verkauft wurde, der meiner Meinung nach in jeder Hinsicht einfach ein viel besserer Defender ist. Also falls ihr ein ganz neuer Spieler seid und die Spielmechaniken gerade so beherrscht und euch auf Stufe 8 schon wohlfühlt, dann ist vielleicht der Defender was für euch. Ja, wenn ihr das Spiel noch nicht wirklich sehr gut beherrscht, sage ich mal, noch relativ unerfahren seid, aber trotzdem, sage ich mal, mit ein paar tausend Gefechten schon auf Stufe 8 unterwegs seid, dann sehe ich hier vielleicht, dass man den Defender kauft, weil er ist wirklich ein sehr anfängerfreundlicher Panzer. Alle Panzerungen an der Front und an der Seite, man fährt rein, bounce die Schüsse, haut seine 440 raus und fährt wieder weg. Ich denke, für alle Spieler, die etwas erfahrener sind und Panzern etwas mehr Potenzial entlocken können, würde ich sogar vom Defender abraten, weil das Ding hat eine absolute Kartoffelkanone, ist sehr langsam, hat schlechte DPM. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht nicht das Richtige in der Meta. Also versteht mich nicht falsch. Ich denke immer noch, dass es ein guter Panzer ist. Aber ich denke, sowas wie ein Doppelrohr ist mittlerweile einfach nur besser. Ja, da spart man sich lieber das Geld. Ganz kurz noch ein Blick auf mein Equipment hier. Ich meine, da scheiden sich so ein bisschen die Geister beim 50B. Manche bauen ein Turbo ein, manche spielen mit einer Härtung, manche spielen maximales Gunhandling. Ich wechsle da eigentlich immer wieder hin und her. Ich hatte lange Zeit ein Turbo drin, jetzt habe ich gerade die Härtung eingebaut. Manchmal habe ich sogar einen Drehmechanismus drin. Also Stabi solltet ihr auf jeden Fall drin haben. Eine Lüftung, am besten eine Bondlüftung solltet ihr auch noch drin haben. Und der dritte Slot, ja, ist dann eigentlich einem, glaube ich, selbst überlassen. Bei der Badget scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Man kann auch eine Turbo-Badget fahren, funktioniert richtig gut. Ich habe leider auf meinem Account noch kein alternatives Setup freigeschalten hier mit den Field-Mods. Aber das lohnt sich, falls ihr mehr über die Badget wissen wollt. Ich verlinke euch hier oben noch meinen Badget-Guide. Da gehe ich auch auf andere Builds ein. Und beim TVP ist es ähnlich wie bei der Badget. Ich möchte einfach, dass das Ding trifft. Deshalb habe ich hier diese verbesserte Zielführung drin. Dann eine Lüftung und ein Stabi. Ein Turbo kann sicherlich genauso gut funktionieren. Oder ein Drehmechanismus oder irgendwie sowas. Also einfach ausprobieren und gucken, was einem da am besten gefällt. Equipment ist overrated, Leute, an der Stelle. Oh, die Ernteklasse auf der Erntekarte. Na gut, 50B ist dann nicht ganz so einfach, gerade mit zwei Kranwagen und VZ und IS-7 im Gegnerteam, mit zwei Lights, mit einer Arti. Erstmal das Ganze etwas gediegener angehen und schauen, dass man am Anfang nicht alle HP wegwirft, damit man vielleicht im Late Game noch irgendwas regeln kann. Und beten, dass die Lights wissen, was sie tun. Ganz wichtig, ja. Prokhorovka, ne, also so useless, wie ich Lights empfinde in vielen Gefechten heutzutage. Prokhorovka ist die Karte, wo Lights das Gefecht entscheiden. Das ist einfach so, ja. Was ich hier mache, ich immer am Anfang ganz gerne die Mitte ab, weil oft hat man ja so Leute wie diesen EBR, die am Anfang da durchscooten. Okay, der ging leider nicht rein. Aber den kann man am Anfang schon mal immer guten Schuss mitgeben. Zack. Ja, und den direkt zeigen, dass es so halt nicht geht mit diesem Rumgeeier. Okay, was machst du dort, Light? Sehr interessant. Okay, wir haben gleich die erste Arti verloren. Unsere einzige Arti verloren. Der Light fährt einfach da runter. Leute, dafür muss er sterben. Was macht er am Hügel? Das ist natürlich ein interessanter Anfang. Okay. Na gut. Okay. Ich habe zwei Schüsse machen können. Uiuiui, da hat aber auch einer etwas leicht overpeaked. Und ich sehe, dass unser Light, unser EBR ganz offensiv auf der Zweierlinie ist, deswegen werde ich gleich mal mitfahren. Und falls er was aufmacht, werde ich dann gleich versuchen drauf zu berlern.
Jawohl, machen Sie gut, unsere beiden Lights. Beide hier drüben zugange, das ist nicht verkehrt. Aber unser EBR ist offen. Das ist natürlich alles andere als optimal, ne? Okay, E3 möchte ich jetzt eigentlich nicht drauf schießen. Ich fahre mal ein Stückchen weiter. E7 würde ich gerne drauf ballern. Okay, ist schon zu. Ja, schade. Dann haue ich hier mal einen kompletten Clip auf den E3 rein. Einer trifft. Der ging sicherlich nicht rein. Der wird auch nicht getroffen haben. Naja, ein von vier auf die Entfernung. Mehr holst du, glaube ich, nicht raus mit dem PDB. Okay, auf der Karte, man sollte versuchen, immer Piano zu machen. Ja, nichts groß übertreiben, nicht groß irgendwas was forcen, also irgendwie eine Situation oder irgendwas erzwingen. Oh, unser EBR ist auch raus. Man sollte das immer entspannt angehen. Jetzt habt ihr schon gesehen, der Gegner EBR ist da zugange. Ja, der hat ja gerade die Bäume umgefahren. Das ist natürlich anders, alles andere als geil jetzt hier, um ehrlich zu sein. Wir haben beide Lights und die AD verloren. Crap, ja. Okay, ich schieße den mal noch nicht. Ich entspanne mich erstmal hier im Busch. Wird wahrscheinlich hier gleich Blindshots reinmachen. Oder der EBR kommt gleich noch eine Runde gefahren. Ja, das Blindshots vom Kranwagen. Oder der Leo ist sogar gespottet. Könnte auch sein. Ja, also, ihr erinnert euch, was ich gerade gesagt habe, zu Lights gewinnen oder verlieren die Karte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind deren Lights auch tot. So, und jetzt geht das Spielen los hier. Kranwagen ist gleich nachgeladen. Ich versuche einfach nur so viel es geht von meinem Panzer hinter dieser Ridgeline zu halten. Also, und vor die jetzt hier drüben als Scout. Jetzt haben wir die Grille sofort verloren. Eieieiei. Versuchen wir hier, dass man vor die zu beschießen, falls er nochmal hochguckt. Am liebsten würde ich diesen Baum hier umschießen, ne? Ihr kennt diese, diese Taktik oder diesen Move, wenn man, wenn man sich diesen Baum da umlegt. Der trifft. Der Leo, ne? Also, man bräuchte jetzt eine HE, ich möchte aber nicht eine HE-Clip laden. Man schießt hier einen Baum hin. Hier eine HE hin. Ich kann nicht pingen außerhalb der Karte. Aber links neben dem Baum eine HE, dann fällt dieser Baum in die Mitte der Karte oder Richtung Karte. Mit dem Baum kann man das genauso machen. Und dann hat man hier ein riesen Sniper-Nest. Ja, umgefallene Bäume oder Baumkronen geben den gleichen Tarnbonus wie Büsche. Das heißt, man geht dann hier relativ schwer auf. Perfekt, um hier so ein schönes Sniper-Nest zu haben. Aber gut. Nicht der beste Anfang. Ich habe meine Schüsse ziemlich versemmelt und unser Team hat ja auch eine Menge Sachen versemmelt. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber wir sind noch voll im Rennen. Ich denke nicht, dass das verloren ist hier. Noch alles drin. Bitter ist natürlich, dass die Gegner jetzt noch ihre Arti haben und unser Team nicht. Ja. Das ist richtig, richtig finster. Habe ich jetzt so einen Fortigard getroffen? Schade, schade, schade. Okay, einfach geduldig sein, ja. Ist auf Proko das A und O. Ich meine, ich könnte jetzt auch in die Mitte fahren, ne? Was will ich dort? Ich könnte vielleicht da hier und da einen Schuss auf den Hügel loswerden, aber da haben wir den S-Konk, der da reinballert. Sonst gehe ich auf, kassiere vom Kranwagen, kassiere von der Adi. Okay, hier müssen jetzt beide sitzen. Eins. Leider nur einer, aber ist okay. Einer ist besser als keiner, wie man so schön sagt. S-Konk haben wir jetzt auch verloren in der Mitte. Langsam spitzt sich die Situation hier zu. Ja, Kranwagen macht wieder Blindshots. Alles klar, verstehe. Okay, was ich jetzt antizipiere, ist, dass die Gegner eventuell den Hügel pushen werden, weil der S-Konk da tot ist auf F6. Unser 277 rotiert natürlich jetzt schon rüber, das macht er sehr gut, um da eventuell den Hügel zu beschießen. Aber ich möchte mich hier aufhalten, dass ich den Hügelpush beschießen kann, falls die Gegner sich da bewegen werden. Ja, das heißt, ich rotiere hinten an der Redline entlang und werde mich so aufhalten, dass ich in jede Richtung schießen kann, vom 140 dann nicht gespottet werde in der Mitte. Und hier so ein bisschen das als meine Rotationsachse nutzen hier. Um einfach hier hinten am Start zu sein. Falls es irgendwo anfängt zu brennen, ja. Oder brenzlig wird. Ein Move, der mir jetzt richtig das Genick brechen könnte, ist, wenn die Gegner hier runter pushen. Also nicht von unserer Seite, sondern auf der östlich der Gleise. Dann habe ich hier eine richtige Arschkarte, weil dann stehe ich ohne Deckung komplett offen und mache hier gar nichts. Ne? So, was ist denn da am Hügel? Welcher Tank ist denn das? Ist ein 140 und... Achso, der E7 ist das, okay. Sieht aber vorerst nicht so aus, als würden sie sich bewegen, ne? Die entspannen sich am Hügel. Naja, okay. Kann halt auch nicht Mitte spielen, ne, weil das 140 kann andauernd spotten und niemand kann was gegen das 140 machen, weil die Arti tot ist.
Ey, dieser Move vom Amix 1305 am Anfang hier hinten, das habe ich noch nie gesehen. What the fuck? Wie so ein Konter im CW, wenn man genau weiß, was der Gegner spielt. Schon echt special. So, ich halte mich einfach hier auf und bin drauf, wenn es notwendig sein wird. Jetzt haben wir unseren Kranwagen da verloren, der viel zu hoch gepiekt hat. Das war nicht so smart. So, vielleicht jetzt mal ein bisschen weiter hier rüber, damit ich eventuell Zweierlinie beschießen kann, falls da was aufgehen sollte. Na, jetzt wird unser 277 hier auseinandergepflückt. Der sollte sich einfach in die Büsche machen, ohne irgendwie zu ballern, einfach in den Büschen. Eine Art Wart spielen, so Bewegungsmelder. Hier ist einer. Hier auch. Und einfach dort verharren. Wir haben einen Badger da drüben. Badger hat nicht den besten Tarnwert, aber bei weitem auch nicht den schlechtesten. Aber nur ein 40 könnte den, denke ich mal, outspotten, wenn er eine gute Crew hat. Am Hügel passiert immer noch nichts. Okay. Sass. Kranwagen wieder am Start. Ich könnte alternativ auch hier oben drauf stehen, dann hätte ich Schussfeld auf den Kranwagen. Kann aber halt dann auf die Zweierlinie nicht so gut schießen. Unser Badger ist jetzt auch schon gespottet. Ach man. Useless Mediums. Ja, ein Leo oder ein TVP könnte sich da vorstellen, das stimmt. Weil die tatsächlich besseren Tarnwert haben. So, und der Kran ist jetzt rübergefahren, sehe ich das richtig? Ja. Keine Ahnung. Und jetzt pusht der E7, sehe ich das richtig? Ja, er denkt drüber nach, glaube ich. Aber ist okay, darauf bin ich vorbereitet. Jetzt noch fix nachladen. Ich habe den... Nee, das war der andere Kranwagen, den ich beschossen hatte. Genau, und jetzt seht ihr, was ich meine, ne? Ich bin hier in der Position, um da zu helfen. Und wenn ich jetzt einfach ein paar Quadranten hier rüberfahre, bin ich in der Position, um dort zu helfen. Ja. Oh, Leute, man freut sich auch sehr gut. Klasse gemacht. Klasse gemacht, klasse gemacht. Super. So, ich denke, oder ich hoffe, dass die Leute es am Hügel rechtzeitig spotten. Nee, machen sie nicht. Bitch, jetzt da vorne jetzt im Hull down. Das ist natürlich böse. Krass, ey. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt so eine Senke ist, ey. Es gab mal Zeiten, da konnte man auf dem Hügel gar nicht safe stehen. Nur irgendwie ganz hinten. Aber er steht ja jetzt inmitten des Hügels komplett safe. Ja. So, ich frage, ob der One-to-One hier in die Mitte fahren möchte und von da aus vielleicht spotten möchte oder sowas, ne? Der war lecker. Okay, hat ein Repair-Kit. Gut. Machen sie nicht blöd, ne? Jetzt wäre eine Arti gar nicht so fehl am Platz. Jetzt ist der TVP auch hier rüber gefahren, das verstehe ich ja auch nicht, Mann. Puh. 50 B-Kanone, I love it. Alle vorbei. Ja, ist halt eine Schrotflinte mehr oder weniger, ne? Keine Sniperkanone und das ist auch gut so. Ja, und jetzt ist natürlich der da am Durchpushen. Wunderbar, echt. Timing of Doom hier wieder. Timing of absolute Doom. Aber der stirbt mit seiner Wedget. Das überlebt er nicht da oben. Es wäre natürlich cool, wenn die IS-7 hinterher fahren würde. Kranwagen, bitte. Oh mein Gott, ich habe den nicht mal getroffen, den Kranwagen. Das ist ein Riesenpanzer. Okay, E3, kann ich in die Flanke schießen? Er ist raus, klasse. Auch wenn ich ihn nicht getroffen habe. Ich habe seelischen Beistand geleistet. Unseren Leuten auf der 1-2er-Linie. So, und er pusht jetzt. Ich überlege gerade, ob ich einen Move machen möchte. Jawohl. Nee, die Gegner pushen jetzt 1-2er. Ich rotiere wieder rüber. Weil da geht einer nach dem anderen auf gerade. Unser 121 kassiert. Ich weiß nicht, von wem, aber er kassiert. Ich lade nochmal nach. Ich denke, unsere Leute am Hügel sind fein. Da ist nur der IS-7. Der Rest ist gespottet in der Mitte oder auf der 1-2er. Könnte natürlich sein, dass ein Kranwagen da gleich rüberfährt. Das wäre böse, aber ich gehe jetzt nicht davon aus. Scheiße, jetzt haben wir deinen IS-7 verloren. Oh, wie ist das denn passiert, Jungs? Und vor die jodelt da jetzt. Kriegt der das hin? Ich fahre zurück. Die haben jetzt gepusht, ne? Das war... Beide da reingefahren in diesen IS-7. Seid ihr blöd? Warum denn?
Ah, oh, das ist finster, Leute. Das ist ganz finster. Aber wir können uns... Wir können uns wirklich nicht leisten, diese Flanke hier zu verlieren. Wir machen das folgendermaßen. Ich hocke mich in den Busch. So. Geht das so? Ich weiß nicht. Kann ich hier drüber gucken? Ich denke. Sieht er mich? Der ist ihm, wenn er da lang fährt? Eventuell. Die Gleise überqueren möchte ich nicht. Okay, ich sehe sie beide. Wunderbar. Natürlich sofort abdrücken können jetzt. Ein bisschen unschlüssig, dem Moment. Na, die wäre jetzt, wie gesagt, immer noch super. Die beiden diskutieren gerade, was am Hügel passiert war. Ja, Kranwatching-Mine. Die Kranwagen haben uns damit permanent reingeballert, aber das ist doch klar. Verstehe wirklich nicht, warum sie den da weggepusht haben oder es zumindest versucht haben. Gibt keinen Sinn in meinen Augen. Nicht daran, man kann da durch die Gleise snipen, aber nicht mit Eggern. Jetzt bin ich offen. Mist. Ah, jetzt sehe ich wahrscheinlich die Grille oder der E7 da oben. Blöd von mir. Nice try. Zirkelt der CS da drüben auf der anderen Flanke durch. Unser Leo spottet jetzt endlich. Not bad, not bad. Ja, und jetzt machen sie es richtig, die Gegner, ne? Schicken da einen Kranwagen rüber. Und sobald der Kranwagen vor mir stehen wird, werde ich auch nicht große Chance haben, was zu tun. E7 kommt. E7 Seite regelt. E7 kann gerade nicht schießen. Ich bieg den Kran raus. Ich habe einen Kran vor mir. Ach, scheiße. Oh. Oh, Leute. Das, das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke hier, ne? Ich lade nochmal nach. Das wissen die ja nicht, dass ich jetzt nachlade. So, die werde ich wahrscheinlich gleich überrennen, ne? E7 ist One-Shot. Grille ist One-Shot, Kran ist Two-Shot. Der Kran dahin ist auch One-Shot. Ich hab den Blick, du. Komm auf keine dummen Gedanken, okay? So, der E7 wird jetzt neben ihm stehen. Der Kran ist beschäftigt. Let's go. Ich ramme ihn nicht tot. Wait, was ist mit dem E7 passiert? Der ist gestorben. Oh, das habe ich gar nicht gecheckt. Der ist rausgegangen. Sekunden. Vor mir steht was. 5. Was ein dummes Gefecht, Leute. Ey, echt. Ah, so dämlich das Gefecht, du. Ah, so dämlich. Ich habe nicht viel gemacht, ne? Ich habe echt meinen ganzen Damage am Anfang der Runde gemacht. Ja, in den ersten 3 Minuten. Aber dann war ja so gut wie gar nichts mehr, ne? Vielleicht hier und da noch ein Blind-Hit, aber ich denke eher nicht. Tja, finster, ey. 3900 Schaden. Das ist trotzdem Top-Damage. Okay, Leute, Respekt. Respekt dafür, dass ihr gar nichts gemacht habt. Wow. Eieiei, Tundra, du, das ist... Ich sag nichts über die Karte. Die Karte ist fein. WG macht wunderschöne Karten. Wirklich wundervolle Karten. Guckt euch mal hier diesen Schaufelradbagger an. Oh, und der Sonnenuntergang hier. Was will man mehr, ja? Was will man mehr? So, irgendwie ist meine neue Lieblingsbeschäftigung, hier am Anfang den Cross zu spotten. Für die ganzen Leute, die gerne dahinter stehen und da abaimen, wie dieser Centurion. Ich sehe alles, was da hinten lang fährt. Nevermind, der Centurion spottet sich das selber. Ich werde nicht gebraucht. Okay, ich fahre wieder weg, Centurion. Alles klar, verstanden. Was an der Karte so hart zackt, meiner Meinung nach, ist einfach, dass sie viel zu klein ist. Du kannst dich nirgendwo bewegen, ohne direkt gespottet zu sein.
Was natürlich für einen Tank wie den Badgett suboptimal ist. Ne? Na gut, hier drüben sind nur die beiden, weil alles andere hätten wir auch gespottet. Und ich denke, wir werden einfach mal versuchen, da so ein bisschen Backup zu geben. Oder eventuell dann mal schön ein reinzujodeln da hinten, ne? Jetzt kommt da auch noch so ein 2684 angejocht. So, unsere Heavys. Ja, wir sind auf jeden Fall in Überzahl hier drüben. Ich halte mich einfach mal bereit, ja? Motor warm laufen lassen. Oh, so ein einzelnes 2684, so ein turmloser TD isoliert, ist natürlich auch immer ein absolut gefundenes Fressen, ne? Mal gucken. So, ist der WZ Einzel- oder Autoloader? Ja, verlieren den Hügel 0 zu 4. GG, wer den Hügel nicht hat, sowieso schwierig, ne? So, Jungs, ich denke, wenn wir W drücken, können wir hier auch vorwärts kommen. Drehen sich alle nach mir um, entspannt. Ganz genau. Nein, drück mich bitte nicht raus. Ich wollte das 277 dann nicht kassieren. Okay, passt. Dankeschön. Gut gemacht, Jungs. Klasse. Und jetzt bitte den Base-Dev antreten, Jungs. Ja, reicht, wenn zwei, drei Leute den rauspushen. Es sollten auch ein, zwei Leute mit zurückfahren. Kommt, Jungs. Back to base, please. Back to base, Jungs. Back to base. Nicht alle vorwärts. Hey, Augen geradeaus nach hinten, bitte, Jungs. Base-Dev. Base-Dev. Unsere Base, Jungs. Hallo. Einmal bitte den Blick nach... WOT-Spieler, du. Wie Scheuklappen Richtung Gegnerbasis angelegt, du. Nur nach vorne. Eine andere Richtung kennen die Leute einfach nicht in diesem Spiel. Wie soll denn das? Fünf Jungs in unserer Base. Ja, klasse, dass ihr jetzt bei C1 steht, wirklich. Bringt uns allen ganz viel. Easy Feuer. Der fackelt ab. Ja, ist sehr gut. Danke, Wargaming. Schon besser. Eine Karte, auf der man sich nicht direkt Proxy spottet, sobald man einen Meter aus der Basis weg ist. Klasse. Okay, das ist tatsächlich eine sehr taktische Karte. Standardmäßig wird natürlich da hinten gespielt. Weiß nicht, ob ich das hier mit der Badgett versuchen möchte. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass man am Anfang da gerne mal einen Free-Clip machen kann auf irgendwas, was rüberfährt Richtung A1. Und das möchte ich mir natürlich hier nicht entgehen lassen. Aber ich muss natürlich genauso immer bereit sein, auf allen anderen Teilen der Karte zu helfen. Oder einfach bereit sein, da zu rotieren. Ja. Deswegen, erstmal hier anfangen. Oh, schön, unsere Heavy 777. Erstmal D0 oben auf dem Berg drauf. Genau, 705A. C7 erstmal. Ach, klasse, ey. Ist schon gut, ne? Also wirklich, klasse Position, Jungs. Weiß gar nicht, wie man das besser machen könnte. Okay, wenn der Gegner Heavy, also der Gegner E100 richtig fett Druck macht und die Gegner 9er Heavys auch Druck machen, dann haben wir ja ein richtig großes Problem, sage ich euch. Also ein richtig großes Problem. Lorraine, mach entspannt bitte, okay. Lorraine, bitte, bitte. Mich komplett weggeschoben leider, ich konnte gar nicht aimen. Okay, gut. Ich glaube, wir haben jetzt hier drüben schon ein klitzekleines Problem. Ja, da sind nämlich die Heavys auch rüber gecrossed. Unser 8er Platoon steht hier alle nebeneinander, okay. Der 50-120 überlebt es mit einem HP. Oh Junge, das ist schon wieder kompletter Meme, der Anfang dieses Games hier. Lorraine hat sich auch komplett rausgetradet. Junge, hör doch auf, sei froh, dass du nur lebst. Ja, ich hab noch einen Schuss im Clip, kann noch mal rauspieken. Ach, Lorraine, bitte fahr einfach weg, okay? Park dich hier hinten und knall ein Light ab. Oh, sehr gewagt, den trade ich raus. Emi hat genügend Gun Depression, der kann rechts neben mir stehen, ohne Probleme. So, wenn ihr Autoloader spielt, zwischen den Schüssen immer wieder rauszoomen, damit ihr seht, was drumherum passiert.
Ja, nicht die ganze Zeit 10 Sekunden so gescoped sein, weil dann kann es gut sein, dass ihr andere Ziele verpasst oder ja einfach nicht die Umgebung wahrnehmt. Deswegen nach jedem Schuss kurz rauszoomen und nur zum Schießen, um den Aim nachzujustieren, wieder reinzoomen. Ganz, ganz wichtig bei Autolodern. Tunnelblick kann tödlich sein in diesem Spiel. Ja. Ah, unser 705 ist auch hier hinten angekommen. Wunderbar. Geht auch, Kollege. Klasse gemacht. Ich danke dir. Schön, dass er auch noch mit dabei sein möchte in dieser Runde. Oh, jetzt crossed der EN100, oder wie? Da muss ich hin. EN100 crossed. Ich komme leider ein bisschen zu spät. Er ist getrackt. Ja, das war's mit dem EN100. Ich track ihn nochmal. Doch nicht. Jetzt ist er doppelt getrackt. Okay, er hat sofort repariert. Er schießt mir nochmal in die Kette. Jetzt zum Beispiel war ich kurz im Tunnelblick, ne? Deswegen habe ich nicht gemerkt, dass der TVP ja hochgepiekt ist. Ja, so tödlich kann das sein mit dem. Mit dem Tunnelblick. Ja, der Cross hat sich gelohnt für den EN100. Ist jetzt One-Shot auf jeden Fall. Eine Sache, die ich auch nicht verstehe, ne? Genauso wie mit dem Basis zurückfahren oder statt mal nach vorne lieber zurückfahren. Warum wollen die Leute immer unbedingt hinter in diese Ecke? Ja, es ist irgendwie wie, als gäbe es da Freibier oder so. Jedes Mal, in jeder Runde hast du so Zombies, die, egal was ist, die rammeln immer in die Ecke hinter. No front an die Spieler, ne? Das ist bloß eine Beobachtung, die mir auffällt. Und ich frage mich halt nur, warum? Weil ich verstehe die Position da hinten nicht wirklich. Also eine wirklich gute Posi ist es nicht. So, es ist mehr oder weniger alles bis auf einen Leopard 1 gespottet. Wo könnte der Leo sitzen? Ich weiß es nicht. Ich denke aber nicht, dass er irgendwo hier auf dieser Flanke hocken würde. Oh, Pugetto geht. Even, I gotcha, mate. Tanz, so wie du noch nie getanzt hast. Oh, schön, Even, schön. Schön gemacht. Nice. Er hat getanzt. Progetto konnte nicht folgen und ich habe in der Zwischenzeit den Progetto abgeknallt. Wunderhübsch. Genau so muss das. Alright. Schönes taktisches Match bis hierher oder verhältnismäßig taktisch, sollte ich vielleicht sagen. Wie gehen wir das Ganze jetzt weiter an? Ich würde vielleicht versuchen, von hinten ranzufahren. So hier. Vielleicht nicht gleich ganz an die Gegner ran, aber vielleicht erstmal in die Mitte. Der Leo ist da hinten. Okay. Vor wem ich hier nämlich Schiss habe, ist der TVP. Alles andere interessiert mich nicht. Und das Gegnerteam ist komplett gesplittet, ne? Also haben hier drüben Tanks und auf der anderen Seite Tanks. Wer sieht mich? Wer sieht mich? Ich weiß nicht, wer mich sieht. Aber der TVP checkt nicht, dass ich hinter ihm stehe. Jetzt hat er es gecheckt. Okay, wunderbar. Gut. TNH checkt auch nicht, dass ich hier stehe. Gebe ich ihm auch noch einen mit. Zack. Wenden. Und wieder weg. Wer hat mich denn hier gesehen? Bin ich dumm? Ach, er war das wahrscheinlich, ne? Er hockte da irgendwo. Ah, der Jesus hat wahrscheinlich hier oben gewartet auf mich. Ja, jetzt ergibt das natürlich alles Sinn, natürlich. Ah, lol. Schade. Naja. Ich lebe noch. 10 HP habe ich noch. Sehr gut. Okay, 6k Damage gemacht bis hierher. Die Gegner chillen jetzt da hinten. Ja, und der Jesus muss mir unbedingt nochmal hinterher rammeln. Klasse, du. Mal schön übers offene Feld fahren. FV aimt dich ab. Komm, mach ihn, FV, mach ihn. Mach mich stolz, komm. Mach ihn. Mach ihn. Er verschießt. Ey, das Map-Pool ist ja gerade Wahnsinn. Sand River, Proko und Muro in der Rotation. Also Leute, falls ihr Light 3 machen wollt, es ist gerade 14.20 Uhr. Wenn ihr das Video seht, ne, wisst ihr, ah, vor 3 Stunden hätte ich Light 3 machen können. Bringt euch viel der Hinweis, richtig? Alright, meine Lieblings... Was ist denn schon hier wieder schon nicht richtig? Leute, kann ich euch irgendwie weiterhelfen? Okay. Ach, da vorne Lorraine und TVP im... Leute, spielt doch vernünftig, bitte. Okay, zurück zum Thema. Meine Taktik ist es immer, straight zum Hügel zu fahren, weil offensiver Hügel kann sehr schnell das Gefecht entscheiden, sage ich mal. Okay, dann TVP ist sofort raus. Es gibt die Position da drüben, die ist sehr stark. Mein Problem, was ich habe mit der Position, ist, dass man stuck ist. Man kommt da nicht mehr wirklich weg. Man kommt schnell hin, aber man kommt nicht wirklich weg. Ja, und man ist sehr auf den Support seiner Mitspieler angewiesen. Wenn man hingegen auf dem Hügel unterwegs ist. Renate? Renate, die Bergziege. Ah, okay, 4 von 4 gibt's nicht. 3 von 4 müssen herhalten.
Guck mal hier, Jungs, ihr könnt da drauf schießen. E5. Hier, Jungs, links, links, links. Ja, links, kommt. Jungs, links. Ja, ja, jetzt hat er es auch gecheckt. Nee, doch nicht. Ja, Mann. So, wir haben einen Scout, den Jisoo in der Mitte, das ist klasse. Und von hier aus kann ich natürlich gut reinhalten. Fährt der IS-3 weiter, jetzt der Renegade offen, den kill ich erstmal. Ah, IS-3 hat sich erstmal dazu entschieden, nicht weiterzufahren, smart. Anakodo, das sieht beide bouncen, aber gut, okay, okay, okay. Den Renegade komplett rausgeholt. Hätte gerne noch an den Heavys ein bisschen was gemacht, aber ist in Ordnung. In der Zeit geht 2 Minuten und es steht 5:1. Come on, Leute. So, aber Kompliment an unsere Heavys, dass sie zum Hügel fahren. Das sieht man nicht alle Tage, ne? Gern stehen die auch irgendwie blöd in der Base rum. Ich hasse das, wenn die Leute so in der Base stehen auf dieser Karte. Nice. Cleaner Clip, 961. 3 Schüsse. Mehr oder weniger Durchschnittsschaden. Nachladen und dann kann ich ihn gleich überrennen. Muss bloß gucken, wo der E1 ist. Der IS-3 ist noch mit viel Abstand weiter hinten. IS-3 ist einigermaßen mobil, aber nicht der schnellste. So, und uiuiuiui. Oh, Leute, ihr solltet nie da unten langfahren. Ich sag's euch. Nicht übertreiben, ne? Immer abwägen, ob sich's lohnt, irgendwo zu pieken oder nicht. Jetzt fährt er weg mit seinem E1. Wieder 2 Schüsschen. Und jetzt wieder nachladen. Ganz dezent. Ja, Autoloader ist weniger Aktion, mehr Denken. Ja. Lieber 2, 3 Aktionen mehr im Kopf ausführen und dafür länger leben, anstatt irgendwie was überhastet versuchen. Weil das wird mit Autolodern sehr schnell, sehr stark bestraft werden. Oh, da möchtest du nicht stehen bleiben, du. Warum... What the fuck, mein... Wo gingen denn bitte die ersten beiden Schüsse hin? Könnt ihr mir das mal erklären? Das ist beide im Dreck eingeschlagen da drüben, fällt mir auf, ja. Na gut. Natürlich ein bisschen finster. Der Superkong wird jetzt versuchen, hier hoch zu pushen. Und er wird wahrscheinlich auch versuchen, die Windmühle einzunehmen. Wenn ich es unspotted hierher schaffe, wäre es natürlich cool, aber schaffe ich nicht. Aber wir können entspannt mit ihm traden. Guten Tag, Sir. Ah, hätte ich ein bisschen länger aimen können. Und links sitzt sein Amorek. Gebe ich ihm 3 Schuss, ist in Ordnung. Ich repariere, glaube ich, bevor er nachlädt. Hoffe ich zumindest. Nevermind. Okay, das war richtig schlecht von mir. Falsch eingeschätzt. Na gut, der traut sich jetzt nicht mehr mit nichts mehr mit seinen paar zerquetschten HP. Und ich denke, wir können hier das 277 abholen gehen. Ui. Oh. Ja, er hat aufgegeben. Ich sehe auch gerade, das Match ist ja schon. Klar, es ist komplett vorbei. IS-3 dreht sich entspannt um, um nach dem Leo zu snipen da hinten. Drehen sich beide um, um nach Leo zu snipen. Ihr seid mir, Jungs, ey, echt. Oh, komm hier. Kriegst noch ein Küsschen von mir. Ah, oh, aber Leute, ey. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen gehässig oder überheblich klingen, ne? Aber für einen Unikum oder für einen sehr guten Spieler ist Autoloader halt einfach die absolute Belohnung. Weil du kannst Fehler der Gegner einfach aufs Härteste bestrafen. Ja? Jemand piekt falsch, Track, Doppeltrack, kompletten Clip rein, ist tot. Ja? Jemand bemerkt dich nicht, Track, Track, tot. Ja? Und deswegen spielen halt viele Unikums oder einfach generell gute Spieler sehr gerne Autoloader, weil sie das Potenzial nutzen können. Und einfach einen ziemlich großen Einfluss auf das Gefecht haben können. Ja, und ich meine, das sind jetzt, sage ich mal, Oldschool-Autoloader, ja, kaum Panzerung. Wenn man jetzt in Richtung Kranwagen luncht, ne, das ist nochmal ein Level drüber, das ist natürlich nochmal, ist nochmal anders fair. Ja. Aber hier muss man sich wenigstens ein bisschen Gedanken wo man, machen darüber, wo man steht oder wo man nicht stehen sollte, weil man hat keine Panzerung und kann nicht groß was wegdenken. Okay, dann war das hier auch eine ziemlich schnelle Runde, aber eine Runde, auf der ich gut Damage machen konnte. Das passt eigentlich soweit. Okay, Leute, in dem Sinne soll es gewesen sein. Ein kleiner, nicht Ausblick, ein kleiner Rückblick auf meine WGL oder ein kleines Hommage an meine WGL-Vergangenheit. Da war ich nur am Pumpen, also dieses WOT-Pumpen, das andere Pumpen, das kenne ich nicht. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war da eine gute Aufnahme. Und danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Und wir sehen uns morgen zum 23. Türchen. Bis dahin. Peace.